Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Squadrons. In der letzten Folge haben wir einen, nun ja, jetzt mittlerweile auf uns nicht mehr so gut zu sprechenden imperialen General ein wenig ausgetrickst. Was ich auch gut finde, weil, ganz ehrlich, der Typ war ein Penner. Und, nun gut, schauen wir mal, was unser Captain für uns zu tun hat. Wir wissen, wo sich die Nadiri-Werft befindet. Und die Overseer ist fast wieder bei voller Stärke. Jetzt ist uns nur noch die Vanguard-Staffel im Weg. Doch sie werden uns nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Nicht nochmal. Admiral Sloan hat einen Plan, die Vanguard-Staffel und andere Streitkräfte von der Nadiri-Werft wegzulocken. Sie hat der Titan-Staffel befohlen, ihren Teil beizutragen. Und du sollst sie anführen. Für diese Mission zumindest. Ich vertraue Admiral Sloans Urteil. Du hast deine Kompetenz oft genug bewiesen. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Es wäre eine Schande, wenn du wie Colonel Graham endest. Alles klar, Schäfchen. Wir schaffen das. Kannst mir vertrauen. Unsere Baradium-Munition gibt uns genug Feuerkraft, um den Starhawk zu vernichten, aber so einfach ist es nicht. Die Nadiri-Werft wird von einer Rebellenflotte von enormer Größe beschützt. Wir können den Starhawk erst angreifen, wenn der Weg frei ist. Admiral Sloans Strategie ist simpel. Wir locken die republikanische Flotte weg von Nadiri, indem wir zeitgleich mehrere Ziele in der ganzen Galaxis angreifen. Unser Ziel ist Mon Cala. Wir haben nicht genug Piloten für eine offene Schlacht, deswegen werdet ihr schnell zuschlagen müssen. Eure Mission ist es, mit mehreren schnellen Angriffen für Chaos zu sorgen. Euer erstes Ziel sind die Tankkapseln. Schaltet danach die Zivilistentransporter aus und alle Sanitätsfregatten, die sie unterstützen. Das sollte die Aufmerksamkeit der Amboss-Staffel erregen, die Mon Cala verteidigt. Zeigt ihnen, was ihr könnt. Titan 3, ich denke, du bist bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Du führst den Angriff an. Schlagt schnell und hart zu. Sie verdienen es. Schnell und hart, ist genau mein Ding. Während Titan Mon Cala angreift, werden zwei weitere Kampftrupps bei Onderon und Gorse zuschlagen, um die Versorgungslinien der Republik zu unterbrechen. Ah, bequem stehen. Berichte über deine Erfolge sind bereits mehrfach auf meinem Schreibtisch gelandet, mit ungewöhnlicher Häufigkeit. Das Lob ist wohlverdient, Admiral. Wenn die Titanstaffel eine Waffe ist, dann ist unser Neuzugang die Klinge. Genau wie ich es mir erhofft hatte. Dann sieh Mon Cala als einen Test an. Große Talente brauchen noch größere Herausforderungen. Aber nicht so groß. Admiral Sloan. Und ich freue mich bereits darauf, meinen nächsten Empfehlungsbericht zu verfassen. Ja. Ich werde diesmal über die unautorisierte Beschaffung von Colonel Grahams Baradium hinwegsehen. Aber ich hoffe, dass ihr beide etwas aus dieser Begegnung gelernt habt. Er ist eine Pfeife. Ist effizient. Immerhin konnte er sein Depot erfolgreich verteidigen, ohne seine eigenen Ressourcen aufs Spiel setzen zu müssen. Aber ein imperialer Offizier muss auch Finesse an den Tag legen, um effizient führen zu können. Verstanden, Admiral. Voll und ganz. Das wäre alles. Soll das jetzt heißen, ja, es ist gut, wenn du dich an die Regeln hältst, aber wenn du gut genug bist, um ordentlich zu bescheißen, ist es auch recht? Nun gut. Ray, was los? Mit anzusehen, wie du an Herausforderungen wächst, Missionen anführst. Das erinnert mich daran, warum ich trotz meines Alters weiterkämpfe. Trotz meiner Erschöpfung. Wir sind dem Starhawk einen Schritt näher. Bewahre dir deine Selbstsicherheit, aber lasse dich nicht zu Arroganz verleiten. Jeder von uns ist ersetzbar, aber manche Piloten sind ohnegleichen. Verlieren wir einen guten Anführer oder Loyalisten, hinterlässt das eine Lücke, die nicht jeder füllen kann. Gute Piloten inspirieren nicht nur die unten, sondern auch die oben. Denk daran, wenn du jemals deine eigene Staffel anführst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Alles klar, Papito. Das passt schon. Hey, Shen. Den mag ich irgendwie am meisten. Ist schon eine Weile her. Wurde schon mal von denen abgeschossen. Hab zwei Rückenwirbel dafür eingebüßt. Vielleicht lindert es den Schmerz ein wenig, sie brennen zu sehen. Die Overseer ist repariert. Gut. Die Konstruktion hat so laut geknarzt, man konnte kaum schlafen. Meine Implantate nehmen Druck auf Metall wahr.
Ist hilfreich im Kampf, aber ansonsten recht nervig. Ich beobachte die Mastoiden seit einer Weile. Sie wirken verängstigt. Warum bloß? Zeit zu gehen. Droiden, die Angst haben. Das ist ja eine super Sache. Okay, bereit machen. So. Für diese Mission stehen dir ein Teil Jäger, ein Teil Reaper oder ein Teil Abfangjäger zur Verfügung. Sucht ihr was aus? Ja, wir bleiben bei ihm hier, aber wir bearbeiten die Ausrüstung. Warte mal. Rechter, linker. Linker Zusatz, da will ich lieber eine Reparatur haben. Da will ich lieber die Reparatur haben, das ist mir ein bisschen lieber. Gegenmaßnahmen, okay, Rumpf, Standardrumpf. Waffenschaden, feindliche Zielauffassungsdauer plus 100%, maximale Gesundheit minus 10, okay. Selbsttarnung. Waffenschaden plus 100, minus 50, erlittene Primärwaffenschaden plus 20. Ach komm, hier bleiben wir beim Standard. Wir haben was zu reparieren dabei, das geht dann schon. Auf in die Tiefen des Alls, wo man komischerweise ich in Star Wars auch schreien hören kannst. Ja. Die hatten ja mal in der Neuverfilmung von Star Trek mal versucht, also da war ich im Kino gewesen, also bei Star Trek 10 war das dann, versucht das mal ohne Ton zu machen. Moncala, eine der wichtigsten Schiffswerften der Republik. So im Weltall. Den Sieg auf Nadiri. Euer erstes Ziel sind die Nachfüllkapseln im Orbit. Na dann, auf geht's. Feindliche Sternjäger patrouillieren in diesem System. Handelt schnell und erledigt jeden, der sich einmischt. Legen wir los. Du übernimmst die Führung, 3. Ja, mach ich. Dann wollen wir doch mal. Oh. Okay, quasi das Hit-and-Run-Prinzip. Okay, den haben wir. Wow. Genau deswegen habe ich Reparatur mitgenommen. Vernichtet diesen
Ja, wir arbeiten dran. Okay, so viele Ziele. Ja, dann ist doch gut. Rücke zum nächsten Ziel vor. Na komm. Okay. Ja, Shen, so bist du, ne? Das ist genau dein Ding. Okay, zum nächsten Ziel. Ja, sind wir unterwegs. Und auf geht's. Wir haben aber noch nicht alles zerstört. Na gut, Spiel, du wirst schon wissen, was du machst. Titan 3, diese Transporter sind unser nächstes Ziel. Na dann, auf geht's. Sieht aus, als wäre die Amboss-Staffel bereits hier. Titan-Staffel, diese Schiffe stehen unter unserem Schutz. Dreht ab oder werdet vernichtet. Ja, ja. Die Verteidigung der Amboss-Staffel und zerstört die Transporter. Ich erledige das. Die Transporter fliehen in Richtung der Verteidigung von Moncala. Sie zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Schmutzige Ablenkung. Manche notwendigen Übel wiegen schwerer als andere. Ja, das ist wohl wahr. Wow! Rakete? Echt? Ah, das sehen wir noch. Ja, so sind wir. Wow. Nein, wir erledigen die. Nein. Ja, hier immer. Ja, machen wir auch. Sie haben mich erwischt. Feindlicher Transporter zerstört. Diese Schiffe sind noch harmlos. Danke. Selber schuld. Und Rakete raus. Gut. Gut, dann machen wir das. Bisschen mehr Energie in den Antrieb. Ihr X-Wings, ihr dürft gerne leben bleiben. Warum? Weil ihr euch so sehr ärgern werdet. So schaut's aus. Ja, come to the dark side. We have cookies. Das nächste Ziel ist die Sanitätsfregatte. Eine Sanitätsfregatte? Transportiert die Patienten? Nein, Bacta und Stims. Aber der Verlust von medizinischen Versorgungsgütern ist verheerend. Okay, von feindliche Rakete. Ach, mit R war das. Ah. Na dann, auf geht's. Thank you.
Wow. Der Feind hat mich im Visier. Ja, komm, ausweichen und weiter geht's. Ja, wir arbeiten doch schon dran. Die Ambossstaffel ist in Alarmbereitschaft. Wir sind bereit. Die Fregatte nimmt Schaden. Gut. Wir sind auf dem Weg zu euch. Ich schicke die Koordinaten. Titan, mir nach. Wow. Na komm. Ja, ihr sollt aber hier schön weiter angreifen. Wir arbeiten ja dran. Gut. Genau. Jetzt holen wir uns die Verteidigungsjäger. Noch. Erteilt ihnen eine Lektion. Feuert auf mein Ziel. Ah, gib mal ein bisschen Sprit hier. Hier habe ich keinen Zusatz, Nachbrenner oder irgendwas. Ach, da muss ich alle Energie in den Antrieb legen. Ah, so ist das, so ist das. Geht kein Risiko ein, Titan. Kehrt zum Hangar der Overseer zurück, wenn ihr Reparaturen benötigt. Ja, noch geht's. Na, dann sollten wir mal hier. Ja. Okay. Das nenne ich mal ein Manöver. Drei, du solltest die Schildgeneratoren der Silberkoronet ausschalten. Die Kiemen an ihrem Rumpf. Keine Zeit, ein beschädigter Abschnitt verschwächt. Greife andere an. Wow. Oh weh. Wow. Ja, nicht nur die erleidet Schaden, sondern wir auch irgendwie. Wo sind jetzt diese Schildgeneratoren? Wow. Wow. Ja, meins auch. Aber sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Schaltet die Silberkoronet aus. Ein letzter Vorstoß. Na? Ah, gut. Ein Schildgenerator weniger. Machen wir uns an den nächsten. Der da wäre wo? Wo ist er? Ah, da. Oh. Gut. Na, gerne doch. Hui. Machen wir sie fertig. Ich weiß gar nicht, kann man sich zum Schluss entscheiden, für welche Seite man... Reden wir. Na gut, dann reden wir. Reden wir? Na, hallo? Ich will reden. Jetzt reden wir. Dir ist klar, dass ihr hier für eine Auszeichnung winkt, oder? Der Held, der den Angriff auf Mon Cala anführt. Das ist die Art von Titel, mit der man Aufmerksamkeit erregt. Mit der einem die Leute auch wirklich zuhören. Wenn ich du wäre, würde ich schon mal darüber nachdenken, was man mit einem solchen Einfluss anstellen könnte, sobald der Krieg vorüber ist.
Nur so ein Gedanke. Finden wir heraus, was Captain Carroll noch braucht. Ist keine schlechte Idee, aber ich sage mal, das finden wir in der nächsten Mission raus, ne? Oder? Ja, doch, doch. Die Zeit ist reif. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.